Und es geht weiter. Wir haben den giftigen Nebel vertreiben können und haben jetzt die Möglichkeit, auch weiter ins Dorf vorzudringen. Hier gucken wir, ob wir noch irgendwas haben zum Aufnehmen. Und werden uns dann weiter fortbewegen. Heute weht der Wind mit Trauer. Hörst du das Rauschen? Hier spielte sich eine große Schlacht ab. Wir wurden von den Rittern aus dem Schloss angegriffen. Sie wurden angetrieben von ihrer Besessenheit, aus uns das Böse auszumerzen. Ein Wesen hat ihnen dabei geholfen, welches wir anfangs für einen Freund hielten. Es hat den lebenden Nebel im Dorf verteilt und somit den Rittern den Angriff erleichtert. Soweit ich weiß, nennt man dieses Wesen Grauer Ikarus. Du erkennst ihn anhand seiner großen, stattlichen Flügel. Sicherlich hat er uns für eine Handvoll Eier verkauft. Zum Glück haben wir es geschafft, ihn zu verletzen. Er kann nicht weit sein. Das klingt doch schon mal gut. Das ist wieder ein neues Rätsel. Es fehlt noch eine Platte. Schade. Das hat mich so gefreut. Ich mag die Rätsel hier, die haben sie gut umgesetzt. So, jetzt können wir hier nach oben gehen und wir könnten hier nach oben gehen. Die Tür ist zu. Der Bau einer solchen Kathedrale muss sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben. Ja, da kann ich nur die Säulen der Erde empfehlen. Egal Buch, Hörbuch oder Spiel, alles gut. Na, guck mal einen an. Da wir überhaupt keine Referenz haben, was wir hier stellen sollen, lassen wir es so erstmal. In der Regel haben wir bisher auch immer dann Informationen bekommen, die er sich dann auch fleißig notiert. Und per Try and Error will ich das gar nicht machen, bevor wir nicht schon überall waren. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das Spiel einfach auch in dem Pacing genießt, wie es vorgesehen ist. Per Try and Error, glaube ich, könnte es schon sein, dass man dann auch stellenweise Stellen überspringt, die man gar nicht überspringen möchte. Eines Nachts kam in unser Lager ein geflügeltes Wesen. Es bat uns, ihm Unterschlupf zu gewähren, was wir auch taten. Wie du aber siehst, erwies er sich als hinterlistiger Verräter, da er den lebenden Nebel in der Nacht verbreitet. Er hat uns sicherlich für eine Handvoll Eier verkauft. Diese fliegenden Kreaturen haben eine Schwäche für diese Eier. Finde ihn bitte. Ich werde mich dafür erkenntlich zeigen. Er ist verletzt. So kann er nicht weit gekommen sein. Ist das ein Astronaut oder was? Sei erneut gegrüßt, Freund. Eine kurze Zeit später, nachdem du mir die Krone gegeben hast, hat man mich um Hilfe gebeten. Ich sollte die eisigen Tränen vor den Angreifern aus dem Schloss beschützen. Die Krone war aber nutzlos. Ich sollte übernatürliche Kräfte bekommen, was aber nur ein leeres Versprechen war. Die Legenden haben uns verspottet. Woher sollte ich das denn wissen? Wir alle machen Fehler. Die Leiche eines der Kämpfer, ja. Also es ist ein bisschen schade, dass man die Dialoge dann nicht einfach nochmal komplett skippen kann. Die Tasten dieses Instruments haben Bezeichnungen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Okay. Das ist meine Notiz. Das Feuer hat alles in der Umgebung verschlungen. Ja, das sehe ich aber. Ein spitzer Kegel mit einer Vertiefung am unteren Ende. Okay. Aber wirklich weiter kommen wir gar nicht. Wunder mich. Hat sich irgendwas notiert? Ja, wir haben tatsächlich diese Notiz. Stimmt. Okay. Dann, gehen wir doch mal zu dem Turm. Ich hatte es schon befürchtet, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich jetzt tun soll. Geschlossene Augen. Ja, das sieht ganz gut aus. Sind die gerade? Ne, sind nicht ganz gerade.
Figur beginnt zu beben. So, wie sieht der zweite aus? Wiese Petrich. Die Figur beginnt zu beben. Gemälde über Gemälde. Ein eigenartiges Gebäude. Menschen, die zur Kathedrale eilen. Ich sehe hier eine Gestalt mit einer Sense. Schutt und Asche nach einem Brand. Das Porträt eines kranken Unglücksraben. Hier mal ein Zeichen. Ähnelt auch wieder ein bisschen dem, was wir vorne bei der Platte gesehen haben. Auf diesem Gemälde sieht man Skelette auf Wagen. Das sieht aus wie eine Achterbahn. Eine Gestalt mit Flügeln. Als ob der Himmel mit dem Erdboden verbunden wäre. Das ist das Prinzip des Daoismus. Nein. In Teilen. Ein verzerrtes und fürchterliches Gesicht. Ja, da waren wir schon. Eine seltsame Konstruktion. Ein Ballon über den Ruinen einer Stadt. Unten sehe ich eine kleine Gestalt, die auf etwas Monumentales blickt. Hier sieht man Menschen durch ein Tor schreiten. Ist auch interessant, ne? Lebendig. Und dann hier scheinen sie Geister zu sein. Also sehr, sehr krass, was sie künstlerisch umgesetzt haben. Fantastisch. Also allein dafür muss man sich auch die Gemälde angucken. Mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch Hinweise geben kann, die man dann benötigt. So, wird es zum Kelch oder alles? Doch, ja. So. Was haben wir denn dort drin? Noch mehr Gemälde, noch mehr Türen und ein Schriftstück. Nicht die Krone macht den König, sondern sein Herz. Ein König muss sein Herz für alle geöffnet halten und Hoffnung auf ein besseres Morgen zu offenbaren. Hoffnung ist kein Traum, sondern die Art und Weise, Träume in Realität umzuwandeln. Wenn ein König sich für andere öffnet, dann werden auch die Geheimnisse seiner Krone sich ihm offenbaren. Das Innere einer Höhle. Der Kadaver eines Tieres. Verkappte Gestalten. Ein mir unbekanntes Wesen. Es scheint zu schreien. Ja, auffällig, das Ding brennt. Die Fackel nicht. Just saying. Diese komische Konstruktion erinnert mich an ein Tier. Ich erinnere es einfach an ein Gebäude. Diese Bäume scheinen zum Leben erweckt zu sein. Wenn ich mir dieses Gemälde angucke, dann kann ich mir den Zorn dieser Gestalt ausmalen. Das scheint ein Porträt einer verwesenden Leiche zu sein.
Ein Gemälde, welches eine merkwürdige Konstruktion darstellt. Wie eines der Gemälde hat irgendwo so ein kleines Knöpfchen. Das Porträt einer Gestalt mit langer Schnauze. Sieht aus wie so eine Mischung aus Batman, Anubis und Pyramid Head. Tür. Bäumchen. Oh. Süß. Schauen wir uns erst die Gemälde an. Ein Metallkoloss, der einen Menschen in den Händen hält. Ja, heute ist Kunstshow. Eine Gestalt, die ein Schwert hält. Ein Wesen mit vielen Augen. Ein Vogel, der in einen Tunnel fliegt. Jemand beobachtet ihn. Eine gespenstische Vogelscheuche. Eine schreckliche Landschaft. Jemand unter einem Baum sitzend. Aliens. Auf diesem Gemälde sieht man deformierte Körper. Ein großer, in der Luft hängender Stein. Ein kleines Haus an einem Abhang. Scheinbar ein Kopf, der in ein Gebiet aus Bäumen und Felsen hineinwächst. Düstere Wesen inmitten von Bäumen. Ein entstelltes Wesen. Außer einigen alten Pinseln sehe ich hier nichts Besonderes. Ja. Schau, Kätzchen, wir haben unerwarteten Besuch. Und das auch noch einen sehr gerissenen, da unser Besucher die Kunst des Deschiffrierens kennt. Wenn du schon einmal hier bist, dann kannst du mir ja sagen, was es Neues außerhalb der Kathedrale gibt. Wir sind selten außerhalb unserer Mauer. Das Dorf ist zerstört. Ich sehe, dass der Bau dieser Kathedrale vor Jahren sich als gute Idee herausgestellt hat. Du hast dein Gedächtnis verloren und denkst, dass die Belebung der Figur auf dem Hügel dir hilft, es wiederzuerlangen? Ich denke, dass du mit dieser Annahme sehr falsch liegst. Die meisten, die hier hinkommen, suchen die Erlösung von ihren Sünden. Die Figur zieht Menschen an, die ein tief verwurzeltes Bewusstsein des Bösen haben. Du meinst, du seist anders? Ich bin einer der wenigen, denen es gelungen ist, das Tor in der Skulptur zu überschreiten. Kaum einer glaubt aber an meine Erzählung. Die meisten denken, ich sei irre. Das war vor vielen, vielen Jahren. Ich habe dafür einen hohen Preis gezahlt, mein Augenlicht. Trotz alledem versuche ich bis heute in meinen Gemälden das zu erfassen, was ich damals gesehen habe. Ich will, dass sie eine Warnung sind für solche wie du. Der Übergang zur anderen Seite ist nichts Gutes, glaube mir. Mich hat meine Neugier zugrunde gerichtet. So oder so musst du über ein Schwert aus Sternenerz verfügen, um diesen Durchgang zu öffnen. Ich habe mein Schwert vor langer Zeit in der Erde vergraben. Kätzchen, erinnerst du dich noch, wo das genau war? Ach stimmt, damals warst du ja noch nicht auf der Welt. Und, Kätzchen, helfen wir ihm? Wenn meine Gemälde und meine Erzählungen dich nicht abschrecken, dann kann ich dich in keiner Weise aufhalten. Ich könnte dir eine Skizze des Schwertes anfertigen, welches dir das Tor und das Skulptur öffnen würde. Das Sternenerz musst du aber selber finden. Bevor ich dir aber helfe, würde ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Nimm dieses Werkzeug. Es dient der Restaurierung von Gemälden. Repariere bitte 30 Gemälde, denn der Zahn der Zeit beginnt langsam an ihnen zu nagen. Im Gegenzug für die getane Arbeit fertige ich eine Skizze des Sternschwertes für dich an. Ich habe das Pinselset für die Restaurierung der Gemälde genommen. Sieht nach viel Arbeit aus.
Jo. Wenn du bereit bist, wird dir meine Katze den Weg zu den Gemälden zeigen, die einer Renovierung bedürfen. Was ist das für eine Katze, A? Und B? Sie kann reden. Höre nicht auf diesen alten Tölpel. Wozu sollst du dir so viel Mühe geben, um diese Schmierereien zu entstauben? Ich zeige dir lieber, hinter welchen der Gemälde sich Fetzen der Skizze des Sternenschwertes befinden. Schau auf die Wand. Ich habe sie dir mit der Pfote gekennzeichnet. Ah, eine Kleinigkeit noch. Um an diese Fetzen zu kommen, wirst du die Gemälde zerschneiden müssen. Aber dieser Verlust ist nicht der Rede wert. Ich lasse dir hier ein paar Messer. Zögere nicht, sie zu verwenden. Dieser alte Irre wird so oder so nichts merken. Er ist komplett blind und dazu auch fast taub. Was ist das für eine Arschlochkatze? Ich glaube, wir haben jetzt die Wahl. Die Messer nehme ich auf. Ich habe 3 Messer aufgehoben. Ich muss mir ernsthaft Gedanken machen, ob ich sie zum Schneiden der Gemälde nutzen soll. Das werden wir nicht tun. Wir werden die Gemälde anderweitig bearbeiten. Tatsächlich restaurieren. Ne? So. Das erste Gemälde ist sauber, aber ich habe noch viel Arbeit vor mir. Das ist das, ne? Die stellen einen hin und sagen, hier, du kannst 30 Gemälde restaurieren. Du denkst dir dann schon so, what? Oder aber die Katze kommt und sagt, ja komm, schneide einfach. Mach einfach das Ding. So. Dann ist gut. Das werden wir natürlich nicht tun. Und ja, ich werde jetzt die Gemälde restaurieren. Wer natürlich schon mal die Episode beenden will, kann das gern tun. Danach ist die Episode nämlich zu Ende und wir gucken in der nächsten Episode, wie er reagiert. Das nur schon mal vorab, für diejenigen, die jetzt nicht mehr unbedingt sich das angucken wollen, wie die Gemälde restauriert werden. Der Rest kann natürlich gerne noch dabei bleiben, wenn ihr das interessant findet. Wir haben noch einige vor uns. 25, ich darf bloß nicht aus Versehen jetzt in diesen Workflow auf das Messer klicken. Und ich muss mir jetzt auch merken eigentlich, welche Gemälde ich restauriert habe. Ja. Ich muss da schon ein bisschen systematisch vorgehen. Das habe ich, glaube ich, auch so nochmal. Ja, okay. Wäre vermutlich besser gewesen, Messer gar nicht aufzuziehen. Ja, sieht schon sehr geil aus, wenn die dann restauriert werden. Deswegen ist das gar nicht mal unbedingt so schlecht. Aber den meisten sieht man, glaube ich, recht deutlich, ob sie restauriert wurden oder nicht. Bei manchen nicht, wie bei dem jetzt. Es könnte ein bisschen schwierig werden, wenn ich dann doch aber eins übersehe. Dann muss ich mich nochmal durchklicken. Dann versuche ich irgendwie das System durchzuziehen. Außerdem, das ist genau hier in dem Spiel sehr, sehr prägend. Die Leute vertrauen und werden hintergangen. Und das häufig von Leuten, die ihnen sehr nah sind oder von denen sie halt eben eine doch eher positive Meinung haben. So, ich glaube, die hier sind alle restauriert. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Ne, wir haben 16. Das heißt, eins fehlt noch. Das ist genau das, was ich meinte. Das hier. Ah, das meine ich. Das sieht nicht so restauriert aus, ne? Okay. Das suche ich jetzt hier noch. Und es geht aber weiter für euch. Nach dem Schnitt. So, das Gemälde war's. Das hatte ich übersehen. Umso wichtiger, alles zu restaurieren. So, ich vermute, die müssen auch restauriert werden. Wir haben 13. 13 noch vor uns. Ich muss aber sagen, also wenn man eben sich an diesem ganzen Art-Design erfreut,
den Artworks. Dann ist das gar keine Hiwi-Arbeit, sondern eigentlich recht cool. Ich fand die auch schon so recht schön. Aber restauriert ist natürlich nochmal noch schöner. So, sind wir bald durch. Ich hoffe auch, dass es tatsächlich einfach alle sind. Nicht, dass wir jetzt irgendwie die falschen restaurieren. Das resettet sich dann. Dann sagt er irgendwie, du hast nicht die richtigen Gemälde restauriert. Wie auch immer es sehen soll, aber... Ne, ihr wisst, was ich meine. Wäre etwas bitter. So, jetzt habe ich hier noch... sich drei übrig. Nehmen wir mal das. Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, wir müssen einfach 30 Gemälde restaurieren. Cool. Ach, das noch. Ich habe alle 30 Gemälde restauriert, so wie der Maler mich gebeten hat. Zeit, die Belohnung abzuholen. Ja, das ist gut. Da haben sie bedacht, dass man eben tatsächlich, dass es sehr frustrierend wäre, wenn man Gemälde übersieht. Deswegen sind da mehr Gemälde, sodass man auf jeden Fall einfach 30 Gemälde hinbekommt. Ich spüre, dass meine Gemälde aussehen, als ob sie frisch gemalt wären. Das ist unglaublich. Kätzchen, sage mir, wie dir meine Gemälde gefallen. Meine Katze ist auch sehr zufrieden mit deiner Leistung. Vielleicht hat die Katze uns auch geprüft. Du hast deine Belohnung verdient. Ich skizziere dir das Bild des Schwertes, welches ich noch im Gedächtnis habe. Wenn du schon dorthin gehen musst, dann passe wenigstens auf dich auf. So, perfekt. Das gucken wir uns noch an. Okay, das ist die Blaupause. Besten Dank. Jo, das war's in dieser Episode. Das war... schon eher eine Kunsttour. Eine sehr schöne, fand ich. Und in der nächsten Episode geht's weiter. Dann können wir mit der Blaupause des Schwertes auch zum, ich sag mal, Schmied gehen. Der braucht zwar noch das Sternerz, aber vielleicht finden wir da auch noch einen Weg. Plättchen brauchen wir auch noch. Und müssen noch Rätsel lösen. Ich freue mich auf die Zukunft in Tormentum Dark Sorrow. Bis zum nächsten Mal.